Boah, hey Leute und willkommen zurück zu Mini Ninjas. Ja, es ist verdammt kalt hier. Ah, und ja, beim letzten Mal sind wir hier in einen Bug reingefallen und ich habe das Ganze nochmal neu gemacht, nur für euch. Und ja, dann dringen wir jetzt mal ins Schloss ein. Ja, okay. Und da ist ein Save Point. Das heißt sich sehr gut. Ah, es sind Gegner in der Nähe, deswegen darf ich nicht abspeichern. Na, das ist ja mal wieder typisch. So, komm. Zack, zack, zack. Alle platt machen. Allerdings glaube ich, dass hier Tora wieder ein bisschen effektiver ist. So, komm. Die ganzen Bogenschützen, die mich eben gar nicht bemerkt haben, die machen wir jetzt alle mal platt. Und die Patrouille da hinten wird auch gleich fertig gemacht. Ah, jetzt haben die mich auch entdeckt und jetzt werden die hier platt gemacht. So, komm. Kommt ihr klein. Obwohl ich ihn auch so klein. Naja. Komm, wir machen nicht weit. Und jetzt noch er. Und dann kann ich speichern. Ah, dann muss ich erstmal die umbringen und dann kann ich speichern. Mann, Mann, es wird einem ja auch nichts geschenkt, ne? Ich muss mir meinen Save Point hart erkämpfen. Sag mal, auch nichts mehr. So. Es könnte sein, dass ich ein oder zwei Pflanzen jetzt vergessen habe, die wir letztes Mal eingesammelt haben. Die ich dann jetzt nicht mehr eingesammelt habe. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so fatal. So, Samurai-Heiltrank und ganz viel Geld. Da ist noch eine Blume. Schalala Blume. So, hier haben wir noch Erfahrung. Sehe ich hier sonst noch irgendwo Erfahrung rumliegen? Nö. Ich würde aber sagen, wir gehen nochmal schnell hier rein. Ja, ich wusste, dass hier welche sind. Schlappert der? Wo bist du eigentlich hingerannt? Na, das machen wir gleich. Erstmal gibt es hier noch ein paar frische neue Leben. Ich glaube, das sollte lang. Nö, natürlich nicht. Aber dann sollte das lang. Jaha. Und jetzt holen wir uns den Save Point. Hallo? Dankeschön. Damit wäre gespeichert. Und wir gehen hier mal weiter. Was gibt's denn hier noch? Ist hier noch etwas? Ja! Ein Bergfeuer. Super Sache. Davon findet man ja in letzter Zeit recht viele. Aber dafür hat am Anfang gar keine. So, ich glaube, hier wären wir regulär reingekommen, wenn das Tor offen gewesen wäre. So. Hallo? Ach, Panda. Na, Panda, wie geht's dir? Willst du mitkämpfen? Ah, anscheinend nicht. So, dann hoppeln wir mal hier hin. Machen hier nochmal die Teile kaputt. So, Katze. Und was ist da drin? Gar nichts. Nur die Katze rennt aus der Teile. Auch toll. Zack. Irgendwo ist doch dieser... Da ist der Hauptmann hingerannt. Hallo, na, wer geht's dir? Alle Tiere befreien. Und Geld und Items einsammeln. So, ist hier noch irgendwas? Ja, eine Pflanze. Und zwar was für eine? Eine Klette. Was ist hier? Hier ist nichts. Okay. Das ist hier halt nichts. Nicht gut. Oh, die ist schon wieder. Leute, rückt mal ein bisschen zusammen. Das lag schon. Finde ich schön. So, oh, da ist noch eine Truhe. Naja, Vase. Das heißt Truhe. Ein Behältnis. Und ein Heiltrank. Heiltränke sind gut. Kann man immer gebrauchen. Und es war ein Fehler, mich in das Schloss zu schleichen. Hier sind zu viele von diesen Kerlen. Ich ziehe mich jetzt zurück und laufe nach Hause. Susume.
Ja. Dann werden wir doch mal tun, was die Susume alleine nicht konnte. Und dringen tiefer in dieses Schloss ein. Ah, sind da Gegner? Nee, noch nicht. Dong. Ein Samurai-Heiltrank. Ja, schön. Brauche ich nicht. Nicht wirklich. Oh, hier ist ein Savepoint. Schön. Speichern. Oh, da hinten läuft ein großer rum. Ah, ich würde sagen, den lassen wir mal ein bisschen zu uns kommen. Oh ne, der rennt schon wieder zurück. Na, Futo ist ja auch kalt. Ja, ihm ist auch kalt. Er zittert. Wie ein Huhn, wenn es etwas aufpickt. Ja. So, wir machen jetzt hier Extreme Unpirschen. Ja, das hat ja super geklappt. Tora. Dem Tora ist auch kalt. Naja, komm, wir kämpfen ein bisschen, das wärmt die Gliedmaßen auf und dann geht das alles schon viel leichter. Hoppa. Ich würde ganz gerne... Au. So, noch einmal das alles aufsammeln. Dann hier hinten die Erfahrung mitnehmen. Und hoch da. Hallo, würdest du bitte da hochgehen? Was ist los mit dir? Du willst mir nicht erzählen, dass du da nicht hoch kannst. Das ist doch Schwachsinn. Ach, und der guckt uns an. Hallo. Oh. Dong auf Kopf. Und noch auf den Kopf. So, weiter und Sache mal. Ja, die haben mich wenigstens wieder zurück. Naja, was heißt zum Glück? Ah, ich stopp mal den Heiltrank. Oh, eine Pflanze. Darf im Zimmer Zeit sein. Ich stell mich mal hinter den. Ah, und damit wäre er besiegt. Der Bär ist wieder befreit. Und da ist noch einer von denen. Na toll. Gehen wir mal hier rein. Die hier platt. Und jetzt sehen wir auch mal ihn im schönen Kampf. Ja. Manche möchte ich aber wirklich nicht zeigen von unseren Teammitgliedern, weil ich die wirklich als unnütz betrachte. Ziemlich unnütz. Also ihn haben wir jetzt, obwohl... Na, ich doch, ich kann mal ein bisschen durchgehen. So, so, Zuma. Wehe, du kannst so wenig, wie ich es in Erinnerung habe. Dann wird das hier nämlich nichts. Oh, da ist noch ein dritter. Gut, das hat sie wenigstens schon mal hingekriegt. Können wir uns mal um die Bogenschützen hier mit ihr. Oh, sie ist auch recht schnell. Oh, sie ist recht schnell. Aber ich mag ihren Angriff nicht mit dieser Flöte. Irgendwie ist mir das unsympathisch. Wow, das ist eine Menge Geld. Mein Geld. Gut, jetzt brauchen wir Futo wieder. Bumm, auf den Kopf. Auf den Kopf. Sag mal, würdest du mal bitte? Dankeschön. Geht's da nicht weiter? Nö, da geht's nicht weiter. Danke für die Erfahrung. Dann... Ah, Konochi. Du fehlst noch. Dich zeige ich gleich auch nochmal. Wir hatten sie ja mal kurz auf der Brücke gesehen, aber da war sie ja recht unnütz. Ah, ich weiß nicht. Ich mag die. Also nicht, dass ich irgendwas gegen Emanzipation hätte oder so, aber nee, in diesem Fall sind diese Charaktere nicht so mein Fall. Die weiblichen. Stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen. Es sind eigentlich nur die weiblichen Charaktere, die mir nicht zusagen. Verrückt. Naja. Gut.
Wo müssen wir denn lang? Müssen wir hier rein? Ah, ja, müssen wir. Oh. Ich glaube, hier können wir mit Hiro mal ein bisschen Bush-Action abziehen. Lolololola. Warte mal, was steht da? Lauf durch die Papierwände oder klettere auf die Mauern, um sich zu verstecken. Ich habe eine andere Methode gefunden. Dankeschön. Aber ich möchte mich nicht verstecken. Ich möchte alle umbringen. Komm, wir machen euch alle platt. Ganz einfach, ich brauche die Erfahrung. Ganz wichtig. So, komm. Du auch noch. Du musst auch noch drauf gehen. Alles für meine Erfahrung. Hab ich gesehen. Also, gehört. Und jetzt sehe ich euch. Naja. Komm. Und weg mit dir. Schön. Wir rücken dem finalen Level immer näher. Komm, haben wir hier noch irgendwas, was ich irgendwie aufschlagen sollen müsste, tun, darf? Ja, da ist aber niemand drin. Ist hier jemand drin? Warte mal, ich renne hier mal so einmal komplett querbeet. Ah, da ist ein Gegner, der mir daher gerannt ist. Komm. Und damit wird er auch schon vernichtet. Gnadenlos in den Boden getreten. Hallo? Bietet ihr mir noch mehr? Eine Vase. Das ist der härteste Feind von allen. Ha. Ich vermute mal, hier geht's nicht weiter, deswegen gehe ich erstmal hier. Ha, ganz viel Geld. Gut. Ich mache alles kaputt. Prinzipiell schon. Ah, das hätte mich gerade, sicherlich kennen einige von euch die Simpsons. Wenn nicht, dann schämt euch. Und da gab es doch auch die eine Folge, wo die Simpsons in Japan sind. Und, oh nein, ich mag das hier nicht. Und, da läuft Homer doch auch immer durch die Wände durch, oder? War doch so. Warte mal, wir hatten doch was heraus, eine Kraft bekommen. Wo ich meinte, die können wir doch mal bei dem hier ausprobieren. Zack, Zeit angehalten. Ah, wirkt. Geht so einigermaßen. Also es funktioniert besser. Oh, da ist mein Mana weg. Ich mach einmal eben den hier. Irgendwie ist das lustig, wenn das alles so Slow-Mo ist. Komm, betäuben. Und immer in die Fresse treten. Immer schön in den ins Gesicht. Ins Gesicht, komm. Ich trete dich zu Grund und Boden. So, weißt du Bescheid. Komm, jetzt mach mal hin. So, und die besiege ich trotzdem auf andere Art und Weise. Ja, und zwar deaktiviere ich erstmal das hier. Und dann schlucke ich einen Ginseng-Trank, dann schlucke ich einen Heiltrank. Und dann mache ich mal so. Und jetzt mache ich so. Komm. Platt machen. Alle besiegt. Okay, das lief doch ganz gut. Ja, es dauert zwar trotzdem lange mit diesen Affentypen, aber sie lassen sich ein bisschen besser bekämpfen durch die Zeitbremse. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen mehr üben und dann funktioniert das auch.
Aber wahrscheinlich erst im nächsten Part, wenn überhaupt. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei Mini Ninjas. Bis dahin, tschüss.